Hallo und herzlich willkommen hier bei Pioneers of Pagonia. Ja, und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid, dass ihr euch hier mit mir zusammen dieses Spiel anschaut und mit mir mitleidet. Und natürlich auch toll, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe mal wieder wie immer, ein bisschen, was heißt wie immer, wie hin und wieder mal, mit ein paar technischen Problemen zu kämpfen hier. Ja, es gab gerade ein Update von OBS und es ist, wie es immer ist. Es geht tausendmal gut. Hallo, Kaffee? Es geht tausendmal gut. Und beim 1001. Mal, dann kracht's. Also irgendwo, es läuft. Spiel läuft, Aufnahme läuft, alles wunderbar. Was nicht geht, der Kontakt zu meiner Steuerzentrale hier. Ich will hier keine Werbung machen. Der Kontakt zu meiner Steuerzentrale ist abgebrochen. Alles, was ich sonst mit Tasten, Knöpfen und so weiter steuern kann, ist im Augenblick tot. Und ich weiß nicht warum. Ja gut, OBS halt, also Update. Obwohl, das war kein großes. Es gab zwar eine Reihe von Änderungen und Bugfixes, Fixes und dergleichen. Aber war halt so eine 0,1, ne? Also egal. Kleine Version, wenn man so will, ne? Innerhalb der jetzt gegebenen. Wir kommen zu wesentlich erfreulicheren Dingen. Ich habe zwei Kommentare bekommen in der letzten Zeit. Ist aus eurer Sicht ist schon ewig her. Aus meiner Sicht war es vor ein paar Tagen. Ihr wisst ja, ich produziere hier vor und da vergeht so ein paar Wochen, bis ich dann hier videomäßig dann halt reagiere. Ist nun mal leider so. Zum einen erstmal, das wird jetzt kompliziert. Ich hoffe, ich kriege das hin. User WW2ZM5TG9O. Ich hoffe, das war so richtig. Hat mir geschrieben und erstmal vielen, vielen, vielen Dank für deinen Kommentar. Vielen, vielen Dank dafür, dass du hier mit dabei bist. Ich hoffe, du bist noch mit dabei und nicht mittlerweile frustriert abgesprungen, weil du dir gedacht hast, der reagiert ja gar nicht auf das, was ich ihm da so vorgeschlagen habe. Das ist nämlich der zweite Punkt. Zum einen halt ein Kommentar von User und was mich sehr gefreut hat. Und zum anderen, User hat einen Tipp für mich betreffend der Bäume. Jetzt habe ich. Alles gut. Ich wollte schon gerade losjammern, weil hier irgendwie auf einmal die Tastatur nicht mehr funktioniert. Aber nee, geht. Bezüglich der Häuser. Moment, wo sind unsere Häuser? Damit man das auch sieht. Genau, hier. Ne, hier haben wir ja die netten kleinen Wohnhäuser. Und ich bin davon ausgegangen, wir haben ja, wenn wir uns hier so diese Taverne anschauen, die hat ja so einen Aktionsradius. Ich nenne das einfach mal so. Ja, innerhalb diesen Aktionsradius müssen so ein paar Dinge gegeben sein. Ich glaube, hauptsächlich die Marktstände. Und ich bin davon ausgegangen, weil die Wohnungen ja von denen, von der Taverne versorgt wird, mit dieser speziellen Nahrung und so, damit die hier, ne, glücklich sind und Nachwuchs und so kommt und so, ne, dass die hier dann halt auch in der Nähe sein müssen. Und da sagt User, nee, das ist gar nicht so. Das ist unabhängig davon. Ne? Also die Taverne, also die Häuser müssen nicht in der Nähe von der Taverne sein. Habe ich nicht gewusst, war mir durchgegangen. Können wir aber direkt mal ausprobieren. Machen wir heute noch im Laufe der ganzen Geschichte hier. Wahrscheinlich auch gleich im Anschluss. Ich gehe einfach nochmal durch. Ne? Es wird auch vielleicht so ein bisschen heute Leserunde, kann durchaus sein. Ich habe so ein paar Sachen immer so Holter die Polter behandelt, glaube ich. Ich bin nicht so sehr ins Detail gegangen, so was hier so Informationen anbelangt. Und ich denke, es ist durchaus sinnvoll, auch im Sinne vielleicht der Spieleentwickler, dass man da einen gewissen Stellenwert drauf legt. Also Taverne. Wir haben das, glaube ich, schon mal uns kurz angeschaut. Köche nutzen Zutaten von einem nahegelegenen Marktplatz. Das sind diese Dinger hier. Um Stärkungsmahlzeiten für Minenarbeiter und Genussmahlzeiten, das war's, für Träger zu kochen. Genussmahlzeiten werden an nahegelegenen Esstischen gegessen und fördern die Geburt neuer Pagonier. Das heißt, die Esstische, die müssen in der Nähe sein, die Wohnungen nicht. Ja, also geht auch hier entsprechend raus hervor. Herstellung ist da entsprechend im Gange, produziert keine Genussmahlzeiten, alle Wohnhäuser sind voll. Cool, das ist schön, weil dann macht ihr das ja dann direkt bemerkbar, wenn ich hier ein neues Wohnhaus irgendwo hinsetze. Bevor ich das mache, wir haben doch hier so 10.000 Aufgaben noch zu erfüllen. Bevor ich das mache und ich das jetzt vergesse, ich habe nicht nur einen
einen Kommentar bekommen in den letzten, aus eurer Sicht in den letzten Wochen, aus meiner, ne, wie gesagt, relativ kurz. Und zwar, alles, ich hoffe, ich spreche auch diesen Namen richtig aus. Alessandro Hermogenes hat mir geschrieben. Er ist, ich weiß es nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Spanier. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Vom Namen her würde ich so in diese Richtung tippen. Ich kann aber auch daneben liegen. Lieber Alessandro, sollte ich daneben liegen, bitte korrigieren. Nicht direkt hauen. Aber it's nice to, also welcome to my channel. I don't speak English, so sorry. But you are also welcome to my channel. It's nice that you are there. I'm very happy. Ich mach mal in Deutsch weiter. Ich bin sehr, sehr froh. Und macht mich auch sehr glücklich, wenn ich hier Rückmeldungen bekomme, dass ich auch im nicht-deutschen Sprachraum, ja, der ja jetzt auch nicht so klein ist, aber ne, immerhin begrenzt, dass ich halt im nicht-deutschen Sprachraum wahrgenommen werde. Ja, und dass ich da Zuschauer und Zuschauerinnen finde, finde ich persönlich super. Ist für mich eine super Sache. Und der Alessandro, der findet nicht nur meine Videos, die er bis jetzt gesehen hat, okay und ganz nett, sondern er hat sich direkt auf Grundlage dieser ganzen Geschichte hier, die ich hier veranstalte, das Spiel geholt. Was mich besonders freut. Das ist auch für die Spieleentwicklerklasse. Alessandro, du bist super. Ja, das wollte ich auf jeden Fall noch loswerden. Ja, also danke für dein Lob und für dein Dabeisein. Ich hoffe, du bleibst mir erhalten. Und das, was ich hier so fabriziere, dass dir das Spaß macht und du da deine Freude dran hast. Natürlich alle anderen auch. Ne? Also nicht nur Alessandro, sondern halt auch User und jeder und jede andere, der oder die den Weg hier zu meinem Kanal findet, ist mir hier natürlich willkommen. Und ihr seid auch natürlich herzlich dazu eingeladen, zu kommentieren, zu liken, natürlich auch zu abonnieren, logisch. Und ich bin auch immer offen für konstruktive Kritik, für Tipps. Ne? Also hier, User hatte mich angeschrieben, so in die Richtung so, ja, ich weiß nicht, ob dir das so angenehm ist, ne, wenn ich dir jetzt hier einen Tipp da lasse. Ja, gerne, gerne. Ne? Also das war genau das Richtige. Prost, Kaffee. Nehme ich immer gerne an. Ja, auch, ne, ich weiß halt auch nicht alles und wie ihr hier gesehen habt, ne, ich bin dann auch manchmal so verstrahlt, dass ich nicht mal unbedingt alles mir so durchlese, was jetzt gerade bei so einem Spiel eigentlich sinnvoll wäre. Wo wir gerade das Thema hatten, kleines Wohnhaus. Ja, bis zu 10 Träger können hier wohnen. Bis zu 10 Träger, die hier wohnen, werden sich fortpflanzen, wenn Genussmahlzeiten in einer Taverne verfügbar sind. Hier steht jetzt halt noch, das könnt ihr wahrscheinlich, ja doch, das könnt ihr auch lesen. Aktuelle Genussmahlzeitstand in diesem Zuhause 17, benötigter Genussmahlzeitstand pro Neugeborenes 20. Da muss aber jetzt noch ein bisschen was geschehen, Taverne, ja, also von wegen hier, die sind hier alle und so, ne, also, gut. Das dazu. So, dann hatte ich ja schon angefangen, hier eine wild loszu planen, in meinem Kopf zumindest, weil ich ja sagte, wir haben hier noch so ein paar Sachen offen. Beispielsweise schaffe Reichtum. Beeindrucke mit deinem Reichtum. Das wäre eine beeindruckende Errungenschaft. Erhöhe deinen Reichtum, indem du Wertsachen und seltene Ressourcen in Schatzkammern einlagerst. Okay. Reichtum im Augenblick 28 von 80. Was? Dieb? Da. Nee, Träger, eigene Leute, angeblich. Hier war irgendwo ein Dieb. Ja, wir haben mit den lieben Dieben immer noch unser Ärger, aber jetzt bin ich wieder abgelenkt worden von dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Also, ne, wir haben Reichtum, das gerade 29 jetzt erreicht, 29 von 80. Belohnung einmalig nach Abschluss plus 20% für hier in diesem Bereich hier, ne, mit allen Freundschaften und so haben und Fraktionen und hast du ja nicht gesehen. Gut. Also das müssen wir auf jeden Fall machen. Wir sollen eine Eisenstatue fertigstellen. Ach ja, das hatten wir ja in der letzten Folge, war das, glaube ich, hatte ich das schon angesprochen gehabt, dass das so ein Ding ist. Wir müssen eine Expedition versorgen. Bringe Vorräte zu den Expeditionszelten. Kannst du uns dabei helfen, diesen besonderen Ort zu versorgen? Etabliere einen Transportweg zum gekennzeichneten Ort und versorge ihn
mit den benötigten Waren. Insgesamt schon gelieferte Ware, natürlich nur nix von 20. Diese Vorräte werden benötigt, Seil und Hammer, jeweils einmal 12 Seile und einmal 8 Hämmer. Wir haben Stein und Kohle entdeckt, das ist auch schön. Da ist ein Handelszentrum entdeckt worden von einer anderen Fraktion. Dann da sind jetzt entsprechende Aufgaben verfügbar. Das war, glaube ich, schon in der letzten Folge so. So, das gibt dann plus 30% als Belohnung, einmalig nach Abschluss. Ja, achso, da war ja noch was. Expedition. Eisenstatue haben wir. Liefere Waren. Liefere 12 Äxte. Soll er heißen, ne? 12 Axt. Liefere 12 Äxte. Wenn du uns mit diesen Waren helfen könntest, wären wir sehr dankbar. Schicke die erbietenen Waren von einem Handelsposten in die angeforderte Fraktion. Also hier sind 12 Äxte gefordert. Ja. Ich meine hier dieses eine hatten wir dann genau, das war dieses Ding hier, der mysteriöse Ort. Das ist einer von meinen Leuten. Mysteriöse Ort. Hier ist ein Wild. Oh, hier ist irgendwie wild was los. Ich muss das im Auge behalten. Was sind komische Dinge? Das ist, glaube ich, dieser, genau, der große Eber. Ja. Ich muss ein bisschen ruhiger werden, merke ich gerade. Bin zu aufgedreht. Das ist nicht immer gut. Was passiert jetzt hier gerade so? Ich meine, hier sind meine Leute, das ist klar, Veteranensoldaten. So, Moment mal, da fällt mir was ein. Das wird das Problem sein. Wachen, ich habe keine Wachen. Dann wird das Problem sein. Ach ja, ich hatte da doch Aufträge erteilt. Kümmere ich mich gleich drum. Ich mache erst was anderes. Ne? Ihr merkt schon wieder, ich bin ja an 10.000 Stellen gleichzeitig unterwegs und mache nichts Richtiges. Erstmal die Sache hier, die uns hier User vorgeschlagen hat, beziehungsweise den Tipp gegeben hat. Ich probiere das mal aus. Wo war das denn jetzt wieder? Ich kann es mir nicht merken. Ausrüstung und Ausbildung. Bilderhaus, nein. Nee, Bevölkerung ist das. Nahrung, Bevölkerung, da. Dieser Teller ist immer so irritierend damit, mit dem Besteck. Ja, ich denke da nie an Bevölkerung bei dem Symbol hier. Kleines Haus. So, Moment. Da habe ich jetzt. Moment, ich muss da ganz kurz wieder raus, weil ich will hier außerhalb von dem Kreis jetzt da was machen. Dann würde sich der Bereich hier anbieten, glaube ich. Variantmacher, Steindingens, was auch immer. Teller, wo bist du? So, kleines Wohnhaus. Das kriegen wir hier auch locker hin. Hoffe ich. Ja, das sieht gut aus. Hallo? Sieht gut aus? Oder auch nicht? Das hier das ist wahrscheinlich dann doch wieder zu groß. Ich mach das mal so. Um das Ganze hier mal so ein bisschen abzukürzen. Kann dann auch da connecten. Sehr schön. Gut, dann haben wir jetzt hier ein kleines Wohnhaus in Auftrag gegeben. Und das ist auf jeden Fall außerhalb der Taverne. Also hier von diesem Einzugsbereich. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ne, wäre schön, wenn ich dann noch ein paar Leutchen bekommen würde, weil die brauchen wir. Habe ich so das Gefühl. Träger. Träger habe ich. Was war das? Wache. So rum. Die Wachleute. Militärcamp, Schatzkammer. Münzprägerreich. Entferne mich immer weiter entfernt. Von der ganzen Geschichte. Genau. Veteranwache wollte ich machen. Meine ich mich im Sinn zu können. Da brauche ich aber spezielle Sachen für. Moment mal, Rüstungsschmiede. Kettenrüstung ist in Auftrag gegeben. Eine. Ein Eisenschild. Wie viel habe ich denn von den 14? Okay. Holzspeer habe ich. Andere Waffen sehe ich im Augenblick nicht. Genau, diese Eisenlanze. Wir hätten 13 Eisenlanzen, sehe ich.
Also haben wir doch die Dinge, die wir benötigen, um immer so locker 10 Einheiten zu rekrutieren. Was ich jetzt auch in dem Augenblick gemacht habe. Das ist, glaube ich, ein bisschen überarbeitet worden. Das sieht hier anders aus. Die Schaltflächen sehen irgendwie anders aus. Es ist ein bisschen, die sehen gefälliger aus. Das gefällt mir ganz gut. Wahrscheinlich hat sich auch noch anderen, haben sich noch andere Neuheiten ergeben, aber die mir jetzt im Augenblick nicht so ins Auge fallen. So im ersten Augenblick. So, da schau mal einer, guck, was sich da tut. Ich ziehe mich immer anders um, aber jeder wie er mag. Ist egal. Wo spazieren die jetzt hin? Ich hoffe dahin, wo ich sie hinhaben möchte. Möchte ich die da hinhaben? Die rennen da gerade irgendwie ganz komisch hin. Kommt natürlich auch darauf an, was habe ich in meiner Verpeiltheit angeordnet. So in einer der letzten Folgen. Ich glaube, die wollen da hinten hin, ne? Die wollen gar nicht dahin, wo ich die eigentlich hinhaben möchte. Und hier sind ja mehrere Wachtürme zu besetzen. Wo sind sie jetzt hin? Schmelzhütte wird es nicht gewesen sein. Ach, da rennen sie lang. Okay. Also ich von 5. Passt man einmal nicht auf. Die wollen ganz offensichtlich hier hin. Jo. Das sieht ganz gut aus. Erzähl. Ach, ich hatte... War das hier? Ich hatte das doch irgendwo aufgeteilt gehabt, wo ich gesagt habe, hier möchte 5 von den Wächtern haben und 5 Soldaten. Meine ich mich entsinnen zu können, aber hier steht. Ne, Moment mal, hier habe ich aber 10. Plus 3 macht für mich aber 8. Also okay, dann müssen dann noch weitere Leute kommen, die im Augenblick noch nicht da sind oder so. Also die noch nicht zur Verfügung stehen, wollte ich sagen. Das sieht schon besser aus. Sind wir, alles klar. Ja, gut, hat sich erledigt. Sehr schön. Hat so ein bisschen gedauert. So, Silbervorkommen haben wir entdeckt, Kohle haben wir entdeckt. Das ist alles sehr, sehr schön. Wo haben wir denn Silbervorkommen? Oh. Okay, hier haben wir Silbervorkommen, Kohle. Auch hier in der Nähe. Okay. Ja, das ist aber hier nicht meine Siedlung. Das ist hier, sind hier die Kollegen von nebenan. So. Warten, aufbringen. Alles klar. Was? Gegnerisches Lager zerstört? Das muss was Altes sein. Da bin ich mir relativ sicher, dass das was Altes sein muss. Gut. Das hier sieht so komisch aus. Deswegen bin ich eigentlich aktiv geworden. Hier habe ich einen Deckerposten. Hier habe ich einen... Okay. Alles klar. Ich verstehe. Und da gibt es im Augenblick nur 2 von 5. Ich habe auch noch 5 Kettenrüstungen, aber ich habe nur noch 3 Lanzen. Na gut, nur noch gut. Die würden ja reichen. Oder sehe ich da was falsch? Wieder besonders duselig an oder was ist der Grund? Ach, hier wird das Problem sein. Genau, ich brauche was sag ich noch 3. Ne? Ich stelle mich wieder besonders duselig an. Das ist das ganze Geheimnis. Okay, dann müssten das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Ich schau mal.
Wie sieht's denn hier mit unserem Häuschen aus? Das würde ich ganz gerne noch abgeklärt haben. Da haben wir die Taverne, die immer noch sagt, sie hat nichts zu tun, weil alles voll. Hier haben wir ein kleines Wohnhaus. Tatsächlich. Ah! Ja, cool. Doch, ja. Funktioniert. Ja, User. Super Tipp. Danke dafür. Macht auch Sinn. Ne? Ich meine, wir haben ja nicht immer die Möglichkeit, das platzmäßig so zu organisieren, dass wir hier die Häuser unterkriegen. Zumal wir mit denen, die ich jetzt hier da so rumstehen habe, nicht immer auskommen werden. Ne? Wir brauchen wahrscheinlich auch durchaus mal ein bisschen mehr. Gut, man könnte natürlich hingehen und sagen, ich baue dann halt entsprechende Taverne. Das kann man sich jetzt aber sparen. Das kann man sich sparen. Dafür kann ich jetzt hier den Ort mit Wohnhäusern zukleistern bis zum Abwinken. Sehr schön. Freut mich. Ja, User, danke, danke, danke nochmal. Also falls du das heute sehen solltest, mitbekommen solltest, dein Tipp ist hier angekommen und auch direkt umgesetzt. Supi. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, die Folge war heute ein bisschen seltsam, gebe ich zu. Bin nicht zu sehr vielen Dingen gekommen und habe hier auch bei der einen oder anderen Sache da so ein bisschen Fragezeichen im Gesicht gehabt, jetzt hier speziell hier mit meinen Militärleuten und so. Aber ich hoffe, ich komme wieder rein. Auf die eine oder andere Art. Okay, danke fürs Dabeisein, danke für dein Dabeisein. Freut mich immer wieder sehr, wenn hier meine Sachen geguckt werden und natürlich auch entsprechenden Anklang finden. Ich freue mich über Kommentare, ich freue mich über Likes, ich freue mich natürlich auch über Abos. Ich meine, welcher YouTuber tut das nicht? Und würde mich natürlich freuen, wenn ich wieder auf euch zählen kann. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles, alles Gute und genießt die Zeit.